Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen bei meinem YouTube-Kanal. Ich bin Vanessa und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr einfach ein bisschen mehr aus eurer Pentatonik rausholen könnt. Und zwar durch den Einsatz von horizontalen Linien. Ihr kennt ja vielleicht schon eure 5 Boxen der Pentatonik oder zumindest erstmal eine. Es lohnt sich auch immer, die anderen dazu zu lernen. Die gehen zum Beispiel so, wir sind jetzt mal in E-Moll. Könnt ihr natürlich auch auf alle anderen Tonarten nahtlos übertragen. Genau, wir kennen sie, wir lieben sie, die 5 Boxen der Pentatonik. Aber jetzt ist es ja ein bisschen langweilig, so über einen Backing-Track oder über einen Solo-Track, das Ganze einfach immer nur die Boxen hoch und runter zu spielen. Was können wir also machen? Wir können zum Beispiel die Boxen verbinden. Und das ist eine Sache, die ich euch heute zeigen möchte. Und zwar nehmen wir mal an, wir wären in der 4. Position, also... Und jetzt beschränken wir uns mal nur auf die D- und G-Seite. Das heißt, wir schauen uns nur an, was passiert in dieser Box auf der D- und G-Seite. Okay, jetzt denken wir uns in die nächste Box rein. Das wäre dann wieder die erste Box in E-Moll. Die sicherlich jeder Gitarrist irgendwie schon mal gesehen hat. Und was haben wir hier auf der D- und G-Seite? Okay, wir haben im Abstand von 2 Bünden haben wir das hier. Und so machen wir es jetzt mit jeder Box. Wir gehen dann also ein bisschen weiter und schauen, bei dieser Box hier, bei der zweiten, haben wir das hier. Danach das hier. Und wir können das jetzt verbinden. Also zum Beispiel. Und da sind wir wieder in unserer Anfangsposition angelangt. Und das können wir im Prinzip auf jeder Seite machen. Wichtig, wie gesagt, dazu ist, wir müssen wirklich unsere 5 Pentatonic-Boxen sehr gut visualisiert haben. Das heißt, wir sind zum Beispiel auf der E- und B-Seite, haben wir angefangen jetzt mal von der 3. Position. Die würde ich einfach mal hoch und runter üben, dass ihr da wirklich, wirklich fit seid. Das ist besonders fies auch zwischen der G- und der B-Seite, weil da eben der Abstand zwischen den Leerseiten keine Quarte beträgt. Wenn wir das dann mal drauf haben und da so ein bisschen fit sind, dann können wir verschiedene Pattern anwenden. Zum einen können wir das zum Beispiel in so Vierergruppen einfach hochspielen. Und immer so weiter. Wir können auch mit dem höchsten Ton anfangen von den 4 und dann jeweils runterspielen. Also. Wir können auch noch andere Sachen machen. Wir können zum Beispiel hochspielen in der Position und dann in der nächsten Position runter. Also hoch. Und runter. Und dann die nächste wieder. Und dann wieder runter. Und das Ganze klingt dann etwas schneller so. Wäre schon mal eine ziemlich coole Line über so einen Backing-Track. Was ihr auch noch machen könnt, ihr könnt das Ganze hoch und runter spielen. Also so zum Beispiel. Und dann auch wieder hochrutschen. Eure Kreativität da gar keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt zum Beispiel das Ganze auch mit Legato kombinieren, also so. Und
Oder ihr könnt auch nochmal eine andere Legato-Figur ausprobieren. Und das Schöne ist, ihr könnt das Ganze natürlich auch mal triolisch probieren. Also ihr seht, also mit der Technik gibt es eigentlich alle Kombinationsmöglichkeiten. Ihr könnt Techniken ausprobieren und einbauen, ihr könnt Legato versuchen einzubauen und ihr könnt Slides hoch und runter machen. Das ist ganz toll, es funktioniert natürlich auch in die andere Richtung. Also ja, also ich entdecke da selbst jedes Mal irgendwie beim Jam noch völlig neue Möglichkeiten. Und wie gesagt, es hilft euch ungemein, nicht immer nur in diesen Shapes zu denken, sondern komplett aus den Shapes auszubrechen und trotzdem in eurer Tonart oder in eurer Pentatonik zu bleiben, mit der ihr ja vertraut seid. Von daher kann ich euch nur ans Herz legen, das auf jeden Fall mal auszuprobieren. Dabei, wie immer, viel Spaß. Ich packe euch noch wieder den Backing-Track in E-Moll an den Schluss. Und ihr könnt natürlich auch alle möglichen anderen Backing-Tracks im Internet ausprobieren. Euch selbst einbasteln, was auch immer. Probiert das Konzept gerne mal aus. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel gebracht, auch bei der Griffbrettübersicht. Bis zum nächsten Mal.